Annie the Duck antwortet jetzt auf Mauki und behauptet, sie lügt. Darauf, dass ihr Wutausbruch eventuell passiert ist, weil sie ihre Tabletten, die es ja angeblich gar nicht gibt, abgesetzt hat. Ohne ärztliche Absprache. Heute gibt es die Zusammenfassung von dem nächsten Statement von Annie the Duck. Das komplette Video verlinke ich euch natürlich unten, damit ihr euch das vielleicht auch nochmal komplett anschauen könnt. Ich fasse euch hier aber das Wichtigste zusammen. Und wenn ihr solche Videos mögt, lasst gerne ein kostenloses Abo da und schreibt eure Meinungen rein. Wen findet ihr jetzt glaubwürdiger? Annie the Duck oder Mauki? Denn man muss zugeben, Annie haut jetzt ordentlich zurück. Ihr erreicht es, so heißt auch das Video, und es gibt einige Screenshots und einige Punkte, die ich sehr wichtig fand und die möchte ich mit euch hier besprechen. Zu Beginn von dem Statement von Annie betont sie selbst, wie schwierig doch die Situation und das Thema sei und dass das Ganze natürlich für sie sehr schwer jetzt auch ist, die richtigen Worte zu finden und dass sie vielleicht auch komisch rüberkommen könnte. Ich finde, sie kommt nicht komisch rüber, sie kommt eher angepisst rüber und das ist ja auch menschlich in so einer Situation. Also wenn man sich da mal reinversetzt, auch in sie, das ist ja vollkommen legitim, dass man da auch auf 180 sein kann. Und sie haut dann richtig raus, sie bezichtigt Mauki der Lüge, wie ihr es auch schon im Intro gesehen habt, und dort hat sie auch einiges zu sagen und dort ist auch ein vermeintlicher Freund der beiden Thema, der da auch noch mal was zu sagen hat. Und ich muss sagen, was sind denn das alles für Freundschaften, die sich gegenseitig mit Screenshots im Akkord festhalten beziehungsweise aus dem Zusammenhang reißen und einen öffentlich in die Pfanne hauen und dann wiederum auch darauf antworten. Also das ist alles irgendwie ziemlich toxisch bei denen, ob man jetzt Annie mag oder Mauki. Also ich hätte mit beiden, glaube ich, nicht so viel gern zu tun. Aber nun gut, ich berichte gerne darüber und irgendwie ist es ja auch spannend. Ja, und seht selbst, was dort abging. Und das hat es auch auf jeden Fall in sich, denn Mauki soll ihre Tabletten selbst abgesetzt haben. Und das ist natürlich sehr gefährlich. Und darauf geht dann auch Annie ein. Wenn eine Person dermaßen die Kontrolle verliert, dann hat das normalerweise seine Gründe. Und während ihrem Wutausbruch hat sie uns gegenüber betont und auch zum ersten Mal erwähnt, dass sie ihre Tabletten nicht mehr nimmt und nun endlich wieder ihre Wut spüren kann und klar sehen kann. Und hat sie überhaupt, dass sie ihre Tabletten nicht mehr nimmt seit kurzem und sie sieht zum allerersten Mal klar in ihrem Leben? Da ich mich nicht ebenfalls strafbar machen möchte, kann ich Maukis Nachrichten leider nicht zeigen. Aber wie ihr seht, bezieht sich der gemeinsame Freund darauf, dass ihr Wutausbruch eventuell passiert ist, weil sie ihre Tabletten, die es ja angeblich gar nicht gibt, abgesetzt hat, ohne ärztliche Absprache, was super gefährlich ist. Des Weiteren geht dann Annie auch noch auf die Punkte ein, dass angeblich Mauki Aggressionsprobleme haben soll. Und es gab wohl einen Abend, wo Mauki dann mit einem Stuhl geworfen habe und ja, wild auf den Tisch gekloppt hat. Das war bei Mauki auch schon mal Thema, dass der Tisch das abbekommen habe. Aber von dem Rest, was jetzt eine Annie erzählt, war keine Rede. Und wenn wirklich ein Stuhl noch geflogen ist, ja, dann hätte ich, glaube ich, auch keine großartige Lust, mit so einer Person viel Zeit zu verbringen. Angeblich wurde sogar fast noch jemand getroffen. Ja, das steht jetzt so im Raume. Ihr könnt es gerne unten reinschreiben, ob ihr das jetzt glaubwürdig findet oder nicht. Aber ich zeige euch jetzt auch noch den Part, denn der hat es wirklich in sich. Mauki hat mehrfach aggressiv auf den Tisch geschlagen und ihr Handy auf den Boden geschmettert. Natürlich alles, indem sie wahnsinnig laut geschrien und gebrüllt hat. Und als ob das alles nicht schon verstörend genug ist, sie aufgestanden, hat einen Stuhl gegriffen und in Richtung eines Gastes geworfen und diesen auch nur knapp verfehlt. Das war für uns alle sehr, sehr, sehr krass. Und angsteinflößend. Ich möchte auch einmal ganz klipp und klar sagen, ich habe niemanden angegriffen, ich habe niemanden mit Sachen beworfen. Der Einzige, der unter mir leiden musste, war dieser arme, arme Tisch. Mauki hat, und das ist komplett belegbar, mit einem Stuhl geworfen, nicht umgestoßen, nicht angehoben, geworfen. Sie hat mehrfach mit Suizid gedroht und das gesamte Verhalten, dieser gesamte Wutausbruch war mehr als traumatisierend. Das nächste größere Thema an dem Statement ist dann das Ghosting, das vermeintliche von Annie gegenüber Mauki. Mauki hatte sich ja beschwert, dass sie geghostet wurde und Annie gar nicht für sie mehr erreichbar war. Annie erklärt das so, dass sie nach diesem Vorfall mit dem Stuhlwerfen ja traumatisiert wurde, weil sie selbst sowas anscheinend in der Kindheit schon mal erfahren hat und davon wusste auch Mauki. Sie sagt aber auch gleichermaßen, dass Mauki das bestimmt nicht absichtlich so deshalb gemacht hat, aber trotzdem wurde sie traumatisiert und
hat dann erstmal Abstand gesucht. Ihr aber auch immer wieder auch die Chance gegeben, wohl in Zukunft ein Gespräch mit ihr zu führen, vielleicht auch mit einem Mediator in Form von einem Psychologen, der dabei ist und dann mit den beiden ein Gespräch führt. Und das hat sie mit Dutzenden Screenshots dann auch versucht zu belegen bzw. aufgezeigt. Und ja, ihr könnt euch das gerne dann auch nochmal in ihrem Statement alles komplett durchlesen. Ich sehe da aber auch, dass es durchaus Bemühungen von Annie gab. So fair muss man sein. Grenze ist, das ist eine Sache, die man nicht bei mir machen kann. Ich habe Mauki damals wirklich für unzurechnungsfähig gehalten und ich habe mich bei ihr gar nicht mehr sicher gefühlt. Aber, das könnt ihr auch in meiner Nachricht nachlesen, ich habe ihr trotzdem zu einem späteren Zeitpunkt ein Gespräch angeboten. Und ich habe dieses Gespräch auch aktiv gesucht, am 8. November, über eine Therapeutin als möglichen Mediator. Dieses Gespräch wurde abgelehnt. Der nächste Part des Statements war dann folgender, dass Annie auf die Sexparty von sich eingegangen ist. Und dort hat man natürlich sofort Orgien im Kopf und denkt sich, Mensch, was geht denn da ab? Am Ende wäre das aber auch ihre Sache. Ja, man muss sich ja selbst auch dazu entscheiden, zu so einer Party hinzugehen. Finde ich auch alles ein bisschen unangenehm. Das betont sie auch, dass ihr das sehr unangenehm war, dass das dann so in den Medien auch kundgetan wurde, als sei das jetzt da wirklich eine wilde Sexorgie gewesen, das sei ganz harmlos gewesen. Da zeigt sie auch ein Beispielvideo, wo die Leute dann eine PowerPoint-Präsentation auf einer Party halten und alle sollten PowerPoints abhalten zu sexuellen Themen, wo ich auch sage, was ist denn da los? Ja, ich mache eine Party, bereitet alle eine PowerPoint vor, also was ist denn da los? Aber nun gut, anscheinend lief das dort so ab und war wohl auch wohl ganz witzig. Und da macht sie auch eine Andeutung, dass die Einzige, die so ein bisschen, ja, kinky unterwegs war vom Optischen und vom Outfit, wohl Mauki selbst gewesen sein soll. Und am Ende muss man sich ja auch selbst dazu entscheiden, ob man auf so eine Party Bock hat mit so einem Content oder so einem Inhalt, besser gesagt. Und ob man da überhaupt gewillt ist, dann, ja, dabei zu sein oder halt auch nicht. Ja, und dann sollte man nicht drüber meckern, wenn man sich entschieden hat, dorthin zu gehen. Ja, weil es ist ja vorher dann klar anscheinend kommuniziert worden, was dort Thema ist. Und ja, da hat sie auch ein paar Screenshots und auch einen Ausschnitt, der, glaube ich, nicht so YouTube-freundlich ist, aufgezeigt, wo dann auch so ein paar Sachen zensiert sind. Und das blende ich euch jetzt hier nicht ein. Ich fand aber auch nicht, dass das jetzt äußerst tragisch wirkte. Also so wild war das Ganze nicht. Aber das mit der PowerPoint, das ist doch schon sehr wild gewesen. Zum Ende des Videos erklärt uns Annie the Duck auch, dass sie schwere Konsequenzen nach diesem Shitstorm hatte. Sie hat Zusammenarbeiten verloren und ihr wurden Zusammenarbeiten gestrichen, beziehungsweise wurde sie aus ihrem Management auch rausgeworfen und hat auch kein neues Management mehr gefunden. Leute aus ihrem Team haben ihren Job verloren, weil sie keine Aufträge mehr hatte und daraus haben sich dann auch finanzielle Probleme entwickelt. Sie musste jetzt sogar einen Kredit aufnehmen, um ihre ganzen Rechnungen überhaupt noch bezahlen zu können. Und das sind schon heftige Konsequenzen. Aber wenn man halt so schlecht im Umkehrschluss mit Leuten umgeht, ja, mit Kollegen oder halt auch mit Angestellten, dann ist das Karma oft vielleicht auch fair. Ja, ihr könnt gerne unten bewerten, wie ihr das seht. Sagt ihr, Mensch, das ist bei ihr schon wirklich jetzt zu weit gegangen. Mir tut Ani leid. Oder sagt ihr, nee, Team Mauki, das kann nicht so weitergehen. Und ihr wartet dann schon in den Kommentaren auf das nächste Video. Und wenn es eins geben sollte, bleibe ich dran, denn ich glaube, so wirklich zu Ende ist das Ganze noch nicht. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich muss sagen, ich wünsche mir auf jeden Fall nicht solche Freunde wie die, die dort in den Videos jetzt hier teilweise in den Statements doch um sich geworfen haben. Auch wenn ich dann auch insgesamt eher Team Mauki immer war, weil sie mir irgendwie sympathischer ist, einfach mein Empfinden und meine Meinung als eine Annie, weil ich die schon immer sehr schwierig fand und viele sich sehr negativ zu Annie geäußert haben und ich das daher auch schon auch glaubwürdig empfunden habe, was Mauki sagte, muss ich dennoch sagen, ich hätte mit beiden als Freundschaft kein Interesse und muss sagen, auf so Leute kann man dann auch verzichten, die sich öffentlich so zu sau machen. Ich weiß es nicht, oder? Wie seht ihr das? Ihr könnt es gerne unten reinschreiben. Also ich hätte auf jeden Fall keinen Bock auf Leute, die Dutzende Screenshots schon während
der Freundschaft anscheinend sammeln, um das vielleicht mal gegen einen zu verwenden. Es wirkt ja schon fast so. Sorry, dass ich jetzt einfach mal meine Gedanken mit euch teile, aber als Fazit kann man nur sagen, es ist durchaus unterhaltsam. Ich nehme das hier gern mit und werde auch in Zukunft dranbleiben für euch. Also lasst gerne ein kostenloses Abo da und ich bin sehr gespannt, wie ihr das seht. Und ja, so Freundschaften braucht man da nicht, oder? Da ist man doch ohne so Leute besser dran. Bis dann und ciao, ciao.